Moinsen Leute, ExoPain hier. Es sind nur 2 Wochen her, seitdem ich mein letztes Video gemacht habe. Und in diesen 2 Wochen habe ich auch was Schönes gemacht, nämlich ich habe für euch mal eine Gold Guide vorbereitet. Ich hoffe, sie wird euch gefallen. Bitte seid nicht so hart zu mir. Ich werde nichts schneiden oder sonstiges, weil ihr erstens keine Kohle habt für solche Programme und ich werde es mir auch nicht cracken. Niemals im Leben. Ansonsten kaufe ich es mir lieber, weil ich mich solchen Scheiß nicht durchziehen möchte. Ich habe so eine Art halt von mir halt. Ja. Nebenbei, ich bin schon seit 27 Stunden wach, also wenn ich mal mich verspreche, okay, haut mich nicht nieder. Deswegen, ich musste noch ein paar Feinschliffarbeiten hier noch erledigen für die Gold Guide noch. Ja, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ja, also ich erzähle euch jetzt ein paar Tipps und Tricks, wie ich ganz locker mal hier, sagen wir mal, in einer Woche, 2 Wochen halt so sowas hier zum Beispiel, warte mal. Also 11 Millionen und halt eben, ich habe 3 Klauen geklaut, gekauft, für 6 Millionen noch ungefähr, mit dem Geld, was ich gefarmt habe. Also ich habe jetzt noch ein Viertel hier drin, also ich hatte wesentlich mehr Items hier noch drin, also ich habe jetzt nur noch ein Viertel, das ich euch zeigen werde, weil ich fürs Update, das morgen rauskommt, schon ein bisschen vorbereitet sein möchte, da ich unbedingt das Armageddon-Set haben möchte. Also ich habe die 5 Klauen schon für Rüstung und Waffe, und auch für die Broschen. Also da habe ich mir 2 noch da für 3 Millimeter noch abgekratzt und eine noch so gefarmt. 3 habe ich auch gekauft von den Helgard-Fangs und 2 noch auch so erfarmt. Durch Glück. So. Die Rolle habe ich mir noch gekauft. Also ich habe in diesen 2 Wochen um die, ja lass mal überlegen, und wird's jetzt mal 40 Millionen gemacht. Ungefähr 40 Millionen. Ich habe in Wahrheit nur einen wirklichen Rare Drop bekommen. Das war nämlich die das Blitzfragment, das ich auch wirklich verkauft habe. Der Rest hier ist alles erfarmt und bleibt erstmal in meinem Inventar, das zähle ich nicht mal mit. Und das habe ich auch verkauft für, keine Ahnung, ich glaube das war 9 Mille. Habe ich das Blitzfragment noch losbekommen. So, fangen wir mal an. Also, fangen wir erstmal mit den kleineren Stufen an. Also ihr seid erstmal so ganz neu in Vindictus. Und ihr wollt Kohle machen. Natürlich werdet ihr nicht sofort bei den Großen mitmischen können, wenn ihr hier, keine Ahnung, Lucky Oder Fangzahn haben wollt, das ist ungefähr 7 Millionen, das ist ja Schwachsinn, 9 Millionen wert ist, ne? Ihr müsst euch erstmal von klein auf hocharbeiten und das wird halt ein bisschen nervig. Aber ich kann euch ja ein paar Wege zeigen, wie es einfacher ist. Zum Beispiel, für die AFK-Leute. Also ich habe im Forum mich ein bisschen erkundigt und auch in der Gilde habe ich mich ein bisschen erkundigt und, was ich hier gerade mache, das ist reines AFK-Farmen. Nämlich, ihr angelt hier gewisse Materialien für den Koch. Und zwar nämlich Materialien, die ihr braucht für Tierfutter. Darunter wären 3 tropische Fütte, die man braucht. Einmal, wo ist das Ding hier? Ja irgend so ein Salmon-Ei oder wie das heißt hier. Irgend so ein Ei halt eben, das man hier auch von den Angelrouten hier halt droppt. Und halt eben Tiernapf halt. Ja. Die 3 Sachen braucht man unbedingt. Und zurzeit läuft auch noch das Event, wo ich auch noch gleich zukommen werde. Zu diesen AFK-Farmen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Wartet mal. Aber ich habe etwas herausgefunden, oder eher gesagt, die Gilde hat was herausgefunden mit uns. Vielleicht habt ihr es auch schon herausgefunden. Also, wo ist es? Battle, bla bla bla. Nein. Appearance, nein. Kann man die Angel etwa nicht kriegen so? Naja, irgendwo muss hier eine Angel liegen, diese Angel, die ich jetzt gerade benutze. Okay, da ist sie. Die kann man sich natürlich kaufen. Für NX, glaube ich wohl, kann man sie auch kaufen. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, wenn man sich so einen Blödsinn antun will. Ich würde euch raten, eine im AH zu kaufen, im Marketplace, eine einzige. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt sie oben rechts ja einfach hier umswitchen. Also wenn ihr reinkommt ins Schiff, aufs Schiff, dann habt ihr zuerst hier die Harpune. Normalerweise geht ihr zur Harpune und füllt sie ja so auf, ne? 5 Gold. Wartet mal, was ihr mit denen machen könnt. Ihr könnt sie auch auffüllen. Ist das eine Logik? Ihr könnt euch das mit Echtgeld kaufen oder ihr kauft eine im Marketplace, was einer vorher gekauft hat und dann könnt ihr die einfach wieder auffüllen. Eine Angelroute kostet gerade mal 300 Gold. The fuck?
Ich weiß nicht, ob das von Nexon gewollt ist, aber okay. Scheiß drauf. Und wenn ihr mal irgendwie AFK sein wollt, geht einfach auf ein Schiff und angelt euch zufrieden tot. Weil er fängt automatisch das ganze Item-Dings-Punks-Shit-Ding, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Ja, und damit könnt ihr dann hier dieses normale Pet-Footer machen. Und wenn ihr ungefähr 100 Stück habt, habt ihr 400.000 gemacht. Ja. Und zurzeit läuft das Event noch, das wird aber morgen schon enden. Deswegen versuche ich das noch heute hier noch rauszubringen. Vielleicht wollt ihr auch noch was davon haben, von dem Event. Also ihr angelt jetzt auch nicht mehr solche Items nur noch, sondern auch hier dieses reine Eis, Clear Eis halt. Fischschule, okay. So, ihr könnt auch E drücken, damit es sich beschleunigt. Ja, da ist es zum Beispiel. Wenn ihr 5 Stück davon habt, könnt ihr 10 Limonade machen. Mit diesen 10 Limonade könnt ihr euch entweder als HP-Tränke benutzen, das sind 1000 HP Instant, oder ihr benutzt die nicht, spart bis ihr 70, 50 Tränke habt und dann geht ihr zu dem Laden halt. Da gibt es bei Clodagh oder, ja, Clodagh einfach, da gibt es den Summerladen oder was weiß ich, wie der heißt da. Ich habe da nicht genau drauf geachtet. Und dann könnt ihr halt eben gewisse Boxen rausholen, wo ihr halt diese Spielzeugwaffen drin habt. Und diese Spielzeugwaffen, wenn man die gut sammelt, ja, man kann damit Geld machen. Also wenn man hier die ganzen Zahlen hier sieht, wenn man die alles zusammen addiert, oder eher gesagt, wenn man das erstmal hier in der Truhe verwahrt für ein oder zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate vielleicht. Keine Ahnung, wie lange es dauert, aber irgendwann verschwinden ja die Waffen ja wohl anscheinend. Und es wird ja immer noch. Es werden ja immer noch solche Waffen danach gesucht, weil Leute haben es halt eben verpasst und wollen es halt eben auch haben. Dann könnt ihr die wieder statt hier für, keine Ahnung, dieses Testus hier für 99.000, okay, könnt ihr vielleicht danach für 900.000 verkaufen, weil eben ihr die einzigen seid, die es nachher habt. So logisch ist das. Ja, kommen wir jetzt erstmal davon weg, erstmal jetzt, ja, von den Lower Ranks halt. Wenn ihr euch hocharbeitet, dann also allgemein die Quests erledigt, die Dungeons durchläuft, ihr werdet immer Items aufsammeln. Wirft die nicht immer beim NPC ab. Guckt euch ernsthaft mal die Preise an. Also wenn ich hier zum Beispiel so einen Hammer sehe, ne? 273 Gold. Okay? Beim Aha. Stellst du rein. Oder du verkaufst es für 0 Gold beim NPC. Ich habe viele in meiner Gilde schon gesehen. Oder viele auch meiner Kollegen. Die es einfach wegwerfen. Die meinten so, pff, was soll ich damit? Ja, hast du 100 Stück, davon hast du gerade mal 20.000 gemacht. Ich sag mal so, das stört dich nicht. Na gut, mich stört sowieso nicht, weil ich jetzt hier durch das Opening von den Royal Pouches ja sowieso hier, kann man unten ja lesen, warte. Ja, habe ich jetzt hier für knapp 3 Jahre hier Truhen bis zum Umfallen, Haltbarkeit. Ja, also kann man eher permanent schon sagen. Ja, ich würde halt eben aufpassen, was ihr da halt eben farmt bei euch. Ich würde immer darauf achten und immer schön es stacken lassen. Also auf mindestens 50, 60 stacken oder 10, 30 halt eben und dann wirklich erst verkaufen, damit ihr auch wirklich spürt, dass ihr Geld gemacht habt. Ja. Ah ja, und ihr müsst aufpassen, die Preise schwinden und schwinden und gehen hoch und niedrig, wie zum Beispiel hier jetzt gerade das mit dem Bark MK1 Wheelpart, das war gerade vor, ich glaube vorgestern noch 1200 Gold, jetzt nur 404. Jetzt muss ich überlegen, ob ich es mir verkaufe beim NPC oder erstmal warte, bis es danach wieder hochgeht. Das ist auch so eine Sache. Ihr müsst immer mit dem Markt schwimmen. Ihr müsst immer aktuell bei dem Markt sein. Also ihr müsst immer danach schauen, wie es ist, weil der Marktplatz, der ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass da keine Ahnung, es halt eben wirklich immer gerade Preise gibt. Es wird immer Hoch und Tiefs geben. Und, ja, kommen wir mal weiter. Also, ihr habt jetzt zum Beispiel Level 60 erreicht. Was macht ihr natürlich dann? Die Raids abklappern mit Kollegen. Nebenbei, da kann man auch gute Sachen droppen. Ich habe zum Beispiel jetzt nur Scheiße gedroppt, wie es aussieht. Also, ich habe ziemlich viel vom, Giganten, also den Titan da gedroppt. Sehr viel 60er Zeug droppt er. Wenn ihr von der mystischen Odyssee die Hose droppt, seid ihr um 2 oder 3 Millionen angeblich. Ich weiß nicht mehr, ob es noch so ist aktuell. Also 2, 3 Millionen Gold reicher, wenn ihr das droppt. Ja,
Ja, ich habe nur Scheiße bekommen. Aber mal hier zum Anschauen. Also ihr könnt auch hier, wie ihr seht, auch damit Geld machen. So, danach kommen wir noch zu meiner Spezialsache, die ich wirklich immer mache. Ich glaube, ihr macht gleich Augen auf, wenn ich hier das jetzt öffne. Das sind Tickets von den Arenen, die ich zum Teil gefarmt, zum Teil gekauft habe, wie man sehen kann. Ich spare die mir auf. Ich will nachher ein schönes, keine Ahnung, Abo-Spezial machen oder was weiß ich. Was mal sehen, was ich machen werde. Ich werde vielleicht, keine Ahnung, 1000 von jeder Sorte öffnen. Wer weiß. Ich sag mal so, damit kann man wirklich gut Geld machen. Man kann pro Tag, also ich zumindest kann pro Tag 10 bis 40, 40 war das höchste bis jetzt bei mir, an Säcken halt bekommen. Und in diesen Säcken kriegst du halt eben, wie sagt man so schön, Gold. Von 10.000 bis 1 Million ist alles drin. Du kannst 1 Million sofort bekommen. Oder halt eben nur 10.000 oder 12, 14, 16.000 oder 500.000 oder 300.000, 800.000 hatte ich auch schon mal. 900 war auch schon mal mit drin. Also es war schon alles mit drin, glaube ich wohl bei mir. Weil ich nämlich durchgehend das mache. Also ich würde das immer mit Freunden machen, wenn ihr Level 60 seid. Wenn ihr mit 80er Equip wie ich hier, also mit den Stats hier rumlauft, dann könnt ihr das Solo machen. Das ist dann nichts mehr. Also um alle vier Arenen zu gehen, braucht ihr auf jeden Fall Level 60. Das ist das Cap für die heiligen Ruinen. Und ich würde auch wirklich nur, wenn ihr Level 60 seid, mit wirklich nur mit Kollegen reingehen. Also alleine, das schafft ihr nicht. Aber ihr werdet verrecken und ihr könnt euch wiederbeleben mit Gildenfedern oder Goddess Graces, was auch immer. Ja, also das ist so mein Tipp, mein Favorit-Tipp. Damit habe ich so einiges schon an Geld gemacht. Also ich habe in 3 Wochen 10 Millionen gemacht, vielleicht, glaube ich schon. Ja. Und ich saß ungefähr jeden Tag so 1 bis 2 Stunden da drin in den Arenen fest. Hab die einfach, die alle Bürste da abgeschlachtet. Vielleicht mache ich noch ein Video davon, wie ich die alle kaputt haue, einfach mal. Ja, also das ist so mein Favoritentipp. Und das AFK-Angeln auf jeden Fall. Die beiden. Wenn ihr wirklich easy Geld machen wollt im Spiel. So, danach kommen wir mal hier zum etwas, wie soll man sagen, besseren Geld, Gold machen. Also, ihr werdet später auf jeden Fall, wenn ihr nach Kohlen fertig seid. Also, Kohlen könnt ihr eigentlich nur durch die Tränen richtig gut Geld machen. Von dem uralten Echelos. Das ist vom 24-Mann-Raid. Der ist 9 Millionen wert. Der Rest, verfluchtes Manuskript und so, das liegt bei 3 Millionen. Aber, ja, kannst du ja auch hier beim Giganten die Hose droppen, 2, 3 Millionen machen. Ist auch dasselbe. Ihr wollt aber ja richtige Millionen oder machen, halt. Dann würde ich euch die Malina-Raids empfehlen. Aber dann müsst ihr auch das vorherige Equipment haben, also die 17.000 ATK. Und um die zu haben, müsst ihr euch erstmal eine ordentliche Waffe besorgen. Und das habe ich nur sehr schwer hinbekommen. Das heißt, ich habe gefarmt, 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 gefarmt. Ich habe jeden Colon Raid, jeden Rochester Raid, ich habe versucht, jeden Malina Raid, den ich rein konnte, halt eben reinzukommen. Und habe es dann auch geschafft, dann auch endlich nach 4 Wochen. 4 harten, anstrengenden Wochen, und zwar ohne Witz, das fühlte sich nicht nach Spiel an, sondern nach Arbeit, dann die 80er Waffe zu bauen. Ich würde ja euch davon abraten, weil ich finde, man sollte, also in dem Moment hatte ich nicht mal diese Tickets-Idee gehabt. Sonst hätte ich das gehabt hier, dann hätte ich vielleicht nur noch 3 Wochen gebraucht. Also diese Tickets-Idee hier, die ist echt gut. Also passt auf, wenn ihr das Video gesehen habt, kauft euch die Tickets, solange sie noch bei 200 bis 2000 Gold sind. Dann könnt ihr noch einen guten Profit rausziehen. Wenn die drüber gehen über 5000 Gold, würde ich sie nicht mehr holen. Das ist meine klare Meinung dazu. Und kauft sie jetzt bloß nicht leer, ich will auch noch welche haben, ne? So, nächste Sache. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber okay, gehen wir mal hier raus. Genug gefarmt. Genug AFK farmt. Es gibt noch eine andere Methode, Geld zu machen. Es ist, ja, das kann man in 2 Arten von Wegen benutzen. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen, aber vielleicht auch viele nicht. Es gibt das Brett, das schwarze Brett, das Questbrett halt. Beim Hafen. Da ist es ja. Das Missionsbrett, was auch immer. So, da gehst du hin und dann kriegst du halt bestimmte Missionen, wo man halt solche wunderschönen Sachen bekommt. Die reduzieren die Haltbarkeit,
ja, wie soll man sagen, ja, die Haltbarkeit wird halt eben die Hälfte reduziert, die man verliert durch einen Dungeon halt oder durch einen Raid. Heißt, ihr spart Geld, Gold durch Reparaturkosten oder ihr verkauft sie und macht damit dann Geld. Wobei, ich würde den 80ern empfehlen, wenn die, keine Ahnung, Speedfarm machen. Ich würde dann lieber es benutzen, weil ihr macht dadurch viel mehr Gewinn, als wenn ihr es verkauft. Für die Low Ranks würde ich das eher empfehlen, sie zu verkaufen. Es sei denn, ihr könnt auch Speed Runs machen, als halt wirklich 3-2 Minuten Runs, weil diese Teile halten nur eine Stunde pro Benutzung. So, das wäre so noch ein Tipp. Der hat auch mir ein bisschen geholfen, hat mir nun die 4-5 Millionen auch beim Kiegen-Set eingebracht. Ich habe nämlich davon nämlich noch einen Haufen gespart damals. Jetzt ist noch vielleicht, kann man nicht mal sagen, vielleicht ein Achtel noch davon über. Ja. Was ihr auch unbedingt ansehen müsst, also das ist mal wirklich ein Tipp, den ihr wirklich mal hier machen solltet. Wenn ihr mal C drückt und dann auf Siegel oder Ziel, was bei euch halt eben steht, das in der Mitte davon, und dann halt eben Siegel des Mutes oder Siegel Seal of Bravery, keine Ahnung, was das jetzt heißt auf dem Deutschen, ich hab's zu lange auf Englischen schon. Farmt die Siegel dafür, ihr farmt die dadurch, indem ihr Raids macht. Und zwar nämlich die Raids, die täglich nur benutzbar sind. Halt eben, ja, Colro oder Leonotus oder Keegan, egal was. Ja, so. 12 könnt ihr pro Tag machen. Wenn ihr davon genügend auffarmt, dann habt ihr in ganz genau 27 Tagen genügend, um euch eine Träne zu holen. Warte mal. Einen Moment. Ja. 27 bis 28 Tage. Irgendwo da. Dazwischen. Also 28 Tage. 28 Tage. Ab da habt ihr die Chance, dieses 9 Millionen Item halt eben für euch zu holen. Aber es kann nicht getradet werden. Das heißt wiederum, ihr müsst Level 70 sein, zumindest, um nachher eine vernünftige Waffe bzw. eine Rüstung daraus zu bauen und die dann zu verkaufen. Das wird dann wiederum ein bisschen kosten, aber ihr macht dann umgeschlagen 5 bis 6 Millionen Gewinn. Ich bitte euch, 5 bis 6 Millionen Gewinn, das ist pro Monat umsonst. Das ist Taschengeld, was ihr bekommt von Vindictus, wenn ihr die Raids durchmacht. Ja. Die Teile würde ich hier nicht empfehlen, das hier zu holen. Die kann man sich lieber einfach in den Wüstenruns holen. Bei 5069 könnt ihr einfach Ikrium und diesen Alternator, wie auch immer da heißt, da einfach Break-Offen und dann habt ihr auch eine Chance, diese Items zu bekommen. Die sind dann so vom Wert her wie die. Wo sind die? Da. Hier zum Beispiel die X so, Executioner-Sense hier, die kann man ja da auch bekommen von Pantheon. Vom 80er-Raid. Das ist jetzt zum Beispiel hier auch von Pantheon. Oh, lol, zwei Sachen? Okay. Ansonsten gibt es da noch das Horn von ihm, die Zähne hat man gerade gesehen, die sind auch noch 100.000 wert. Das Schwertfragment ist auch noch 100.000 wert. Auch obwohl hier schon die Siegel drin sind. Ich dachte, die Preise werden runterfallen, aber naja. Oh, Glashose habe ich jetzt zweimal bekommen. Habe ich wahrscheinlich heute wieder noch eine bekommen, hab's nicht jetzt. Ich habe es jetzt gemerkt, ja. Glashosen sind auch ziemlich gut. Die kann man gut verkaufen. Braucht die fast jeder LAN auf jeden Fall, wenn er sich dieses geile Skinset machen möchte. Ja, ansonsten die Arenen nochmal zum Thema Arenen. Ihr könnt da nicht nur diese, wie heißt hier, Säcke farmen. Ihr bekommt auch spezielle Items von den Bossen halt, die wie zum Beispiel Immerweiß oder Flicker halt. Flickers Klingen könnt ihr da kriegen. Wenn ihr den Break-Off oder einfach nur tötet, kriegt ihr auch eine Chance, die Klinge zu kriegen. Die sind auch mal 24.000 wert, das Stück. Farmt ihr das mal für 2 Wochen, habt ihr locker eine Mille sicher. Ich meine jetzt von einem Item, ne? Nicht für von mehreren. Also von allen zusammen insgesamt dann eine Mille. Nee, nee. Die Teile hier, ich warte noch, bis die Weißschuppenfragmente wieder 40.000 wert sind. Die kommen auch noch vom Preis wieder hoch, naja. Die waren auch nämlich noch früher hoch. Also, Immerweiß, ich weiß nicht, ob ihr den kennt jetzt, aber ich sag's nochmal so, es ist ein Random-Boss eigentlich. Eigentlich. Der droppt nur einmal einen Nexus normalerweise. Standard. Wenn ihr keinen VIP oder VVIP habt und so ein ganz Kram halt. Wie ich jetzt hier mit VVIP rumlaufe und so. Wenn ihr da die Arena läuft und ihr werdet ihn dort treffen und ihr werdet ihn hundertprozentig dort treffen, weil er nämlich ganz oft da spawnt. Zumindest bei mir ist es schon so oft passiert, dass er schon mal 5-mal hintereinander gespawnt ist.
Und dann könnt ihr 12 Weißschuppenfragmente so locker auffarmen. Das ist recht gut für euch und dann für die Quest und auch nochmal hier für die, die halt eben ihre Rüstungsschmied oder was weiß ich, wofür man das braucht, halt eben brauchen. Die können das dann auch benutzen dafür. So, Blutfürstenblut, den kriegt man ja vom Blutfürsten, also aus dem Endley Arena. Und ich muss sagen, wenn ihr Endley Arena macht und ihr seid Level 60, dann macht das wirklich nur mit einer Gruppe, weil 60 ist echt asozial schwer. Es ist schwerer als das mit der 60er Run halt. Beim Eisbären, also beim Hoarfrost, kann ich mal zeigen. Also zumindest hier, kann ich euch wenigstens zeigen, also da wirklich hier, wirklich nur mit einer Gruppe gehen. Nur mit einer Gruppe. Und ihr könnt standardmäßig dreimal gehen. Wenn ihr VVIP oder VIP habt, könnt ihr viermal gehen. Okay? Das geht noch eigentlich. Da kann man zu zweit gehen. Das habe ich schon mal mit zu zweit früher mit Level 60 gepackt. Da habe ich noch mit meinen Laden gespielt. Ja, Hoarfrost. Das ist noch in Richtung Solo. Wenn ihr Level 60 seid, dann könnt ihr das locker Solo machen. So, Gnollfürsten, Ding, was weiß ich, hier, Previous Runes, Gauntlet, muss ich auch nochmal machen später. Ja. Ja, die kann man auch Solo machen auf jeden Fall, wenn man Level 60 ist. Also diese zwei, die allerersten, die kann man so easy machen, weil die Viecher einfach viel zu wenig HP haben. Passt nur auf, dass ihr keinen Rachsüchtigen oder wie im Englischen halt Revenge am Arsch habt. Wenn er sein lila Aura hat, bitte nicht angreifen. Ich sterb danach. Er kriegt den doppelten oder keine Ahnung, zumindest 75% vom Schaden wieder zurück. Das ist echt beschissen. Das ist echt beschissen so. Bei manchen Bossen kann man auch hier da auch nochmal gute Drops bekommen, wie zum Beispiel vom Elkech die Potions oder auch hier die Kobold Daggers, also die Kobold Messer halt. Ja, so gehen wir mal rüber zu Malina jetzt. Malina ist sozusagen zurzeit die beste, ja, wie werde ich schneller Millionär Quelle. Also nicht nur hier wegen den Raids, dass man da eine Chance hat, solche Drops zu bekommen. Die jetzt zum Beispiel die Helgard Frank jetzt zum Beispiel ist 9 Millionen jetzt zum Beispiel jetzt gerade wert. 9 Millionen. Und ja. Ist noch gut, dass ich die noch so billig bekommen habe. Ja. 9 Millionen. Auf einen Schlag. Aber das ist halt eben wirklich so eine 50. Nein, was sage ich da? 50, Alter. Das ist so eine 0,5% Chance, dass ihr wirklich so einen Drop bekommt. Zumindest fühlt sich's bei mir immer so an. Weil ich habe wirklich 3 Wochen instinktiv das mal mit den Malina Raids durchgezogen. Ich habe einfach kein Glück. Ihr könnt es vielleicht auch haben. Ihr werdet einfach 3 Wochen lang die ganzen Raids durchrennen. Vielleicht zweimal, so wie ich mit VVIP sogar. Und ihr werdet nichts bekommen. Gar nichts. Die werden euch einfach nur den Arsch zeigen. So einfach ist das. Ja. Also, da würde ich mich nicht immer so hundertprozentig darauf verlassen, dass ihr da immer nur Geld bekommt. Ich würde mich auch immer schön in mehreren Richtungen ausbreiten. Da wäre, wie zum Beispiel ich hier mit den Tickets halt und den AFK-Farm halt ab und zu mal. Und, ja. Was wäre dann noch sonst? Die Rare Drops, das AFK-Farm, die Tickets, die Events auf jeden Fall ausnutzen. Immer die Events anschauen. Wenn ihr da irgendwie an Geld irgendwie daran kommt, also dass ihr irgendwie das nicht braucht, das Item zur Zeit oder so, macht daraus Geld. Werft es nicht weg oder behaltet es für euch. Wenn ihr es nicht wirklich braucht, dann nutzt die Chance, macht Geld draus. Ich habe es genutzt. Ich habe eine Piratenmail jetzt und einen Helm daraus jetzt gebaut, durch die Chancen, die ich jetzt hatte. Durch das ganze Gefarme jetzt. Und habe immer noch 11 Millionen. Und habe mir schon Farbe für die Armageddon schon zusammengeholt. Das sind auch nochmal hier um die, ja, 20, 30 Millionen, die hier gerade rumliegen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht gerade erzählen. Ich bin echt zu müde dafür. Ja. Das Gegenset nochmal hier, habe ich noch letztes Mal noch nicht gezeigt in dem Video einmal hier. Also es ist ein ganz normales Limited Edition Set, kann man sagen. Komme ich nochmal später drüber nochmal. Also werde ich nochmal später nochmal hier ins Detail bei der Rüstung gehen, wo es am besten halt aussieht und so. Ja, was noch? Ach ja, Minen. Ihr müsst immer schön die Minen abfarmen, Leute, weil
Eisenerz ist auf dem Markt immer gut beliebt. Ihr werdet das immer sehr schnell verkauft bekommen. Immer. Ebenso sind die mächtigen Verbesserungssteine, die ihr durch die Boss bekommt. Wenn ihr die nicht braucht, dann farmt ihr euch nicht bis zum Umfallen, wenn ihr die wirklich nicht braucht. Dann verkauft den Scheiß und ihr habt Geld. Dann seid ihr nicht pleite. Und hier genauso. Farmt euch eure magischen Pulver und gesegneten Pulver immer schön auf. Hebt euch die auf. Verkauft die nicht wie die anderen Spasten einfach nur in den Laden. Ihr macht ein Minusgeschäft. Ihr macht so ein derbe Minusgeschäft, wenn ihr das macht. Ihr macht viel mehr Gewinn, wenn ihr die zu gesegneten magischen Elixieren macht. Dann kriegt ihr 28.000 bis 30.000 bis 35.000, wenn es später nachher hochgeht, an Gold. Das ist ein fetter Gewinn. Ich glaube hier, wenn ich jetzt das in AH reinstellen würde, hätte ich fast eine Mille. Allein für 36 Stück. Die habe ich in knapp 3 Tagen gemacht. Durch nicht mal instinktives Farmen. Ich habe einfach nur die ganze Zeit die ganzen Items aufgesammelt. Und nebenbei habe ich ziemlich viel Lowies halt eben geholfen. Und also Low Ranks, und habe hier halt meine Siegel, keine Ahnung, Freundlichkeit oder was das sein soll, hier halt eben bis 200 gefarmt und habe halt eben da auch die magischen Pulver hier von dem Shop hier geholt. Das sollte ich auch mal überlegen, was ihr mit den 200 Siegeln macht. Wenn ihr die nämlich einfach nur liegen lässt, das ist totales Minusgeschäft. Da würde ich mir lieber wirklich einfach hier welche davon holen, die sofort zu Gesegneten umwandeln lassen. Und dann habt ihr das schon weg. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Das ist sowieso schon klar mit den Tabellen-Dingen. Ah ja, die beiden Waffenbooster, ey, ich würde die nicht benutzen. Ich würde die niemals benutzen in den normalen Modusen, außer ihr seid wirklich übelste Casher. Also ihr könnt euch es euch leisten, dann halt die Haltbarkeit hier. Die maximale Haltbarkeit von 140 auf 125 oder was weiß ich, wie viel das runterzieht, zu verringern. Dann würde ich es euch empfehlen, das zu benutzen in richtigen Dungeons. Aber ansonsten benutzt es von mir aus in den Proberäumen. In den Testräumen oder wie auch immer das heißt. Wie heißt die jetzt? Ich will jetzt mal echt wissen, wie die heißen. Da, Practice Mode. Einfach den Übungsmodus, genau, Übungsmodus heißt das Ding. Da könnt ihr euch Coupons holen vom Shop oder und dann könnt ihr hier halt eben die dort aktivieren. Eure Haltbarkeit geht daran nicht verloren. Ihr macht einfach nur stärkeren Schaden und ihr könnt mal einfach besser mit dem Boss mal einfach zeigen, wie es umgeht, wie es halt eben ist. So. Das wären so meine Tipps. Mein persönlicher Rat nochmal an alle Neuen. An allen Neuen. Kauft euch bitte, ohne Witz, und tut es bitte nicht wie die anderen. Kauft euch bitte nicht einfach hier später einfach nur im Shop diese Tränke. Ihr macht so unglaublichen Verlust dadurch. Ein Kollege von mir hat schon locker 2 Millionen für solche scheiß HP-Potions ausgegeben. Das ist echt ein Bitter. Mal ehrlich, ey. Da farmt euch lieber oder kauft euch lieber die Lebenserdkristalle und baut euch lieber bessere HP-Pots. Oder versucht wenigstens einfach mal einen Raid-Boss hier. Die meine ich hier. Wenn ihr die hier habt, das ist gut. Das ist das Beste, was ihr haben könnt. Aber ohne Witz, kauft euch den Scheiß nicht von dem Shop. Das ist echt reine Geldverschwendung. Ich sehe immer noch so viele Leute damit, die das immer noch kaufen wollen. Das ist echt bitter. Damit macht Vindictus eigentlich, also ihr macht die Leute hier eigentlich nur glücklich von Vindictus. Und euch macht ihr eigentlich nur noch bitterer und bitterer. Also seid nicht so verbittert und reißt euch endlich mal einen Riemen und kauft nicht solche Potions und farmt euch endlich mal durch. Mein persönlicher Tipp immer noch ist hier die Tickets. Ja, ich habe einen Voraus gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das auch kaufen werdet. Ja. Also, das war jetzt meine Gold Guide. Ich hoffe, sie ist nicht so schlimm. Ich muss mir gleich das auch mal anhören, was ich da von mir gegeben habe. Wie gesagt, ja, jetzt sind es sogar 28 Stunden, die ich jetzt wach bin, durchgehend. Ich liebe es und ich freue mich morgen auf das Update. Haut rein, Leute. Ach ja, liked es, wenn es euch gefällt. Und teilt es eurer Gilde, oder wenn ihr es lustig fandet. Keine Ahnung, teilt es auch, wenn es lustig ist. Gebt einen Kommentar ab, was ihr noch so als Goldfarm-Tipp benutzt. Vielleicht könnt ihr auch den anderen helfen. Wenn ihr irgendwas hier nicht verstanden habt,
Fragt ruhig im Kommentar oder schreibt mich in-game an, wenn ihr irgendwas wollt. Vielleicht wollt ihr zusammen mit mir mal ein paar Raids laufen oder was weiß ich. Ich bin ja für solche Sachen immer manchmal offen, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Wie jetzt gerade. Also, wenn ich das gleich hochlade, ihr wisst Bescheid, ich habe nichts zu tun. Ihr könnt mich anschreiben. Bis naja. Peace.